Hallo, liebe Leute. Heute beschäftigen wir uns mit einer Aufgabe, die mir ein Schüler zugetragen hat. Und da geht es um eine Säule aus einem Stahlrohr. Und ich muss die Aufgabenstellung ein bisschen verpixeln, damit wir dann nicht in Copyright-Geschichten laufen. Aber grundsätzlich wisst ihr ja auch, wie man mit solchen Aufgaben vorgeht. Erstmal versuchen wir uns eine Skizze zu machen. Und diese Skizze soll uns dann als Berechnungsgrundlage für unser Problem dienen. Ja, der Kollege ist hier überhaupt nicht mit klargekommen, weil er gar nicht wusste, wie die Lösung hier zustande kommt und so weiter. Und wir schauen mal, ob sie auch tatsächlich richtig sind, die Ansätze, die hier gemacht sind. Also zunächst stelle ich mir mal vor, ein Stahlrohr. Das kann man sich ja als Skizze ganz einfach mal so versuchen, auch wenn es nicht wirklich schön ist, mal hinzumalen. Und dieses Stahlrohr. Ja, ich weiß jetzt nicht so ganz genau. Mal es doch erstmal so ganz hin, nach dem Motto, so sieht es ja jetzt aus. Da hinten geht es dann nochmal verdeckt lang. Also ein bisschen illustrieren muss so ein Industriemeister natürlich auch können. Und dann wissen wir schon, alles klar, die Wandungen hier sind irgendwie da, und fertig ist. Dieses Stahlrohr wird belastet mit einer Kraft von 300 Kilonewton. Das heißt, irgendwie stellen wir uns gedanklich vor, dass hier im Inneren des Stahlrohres eine Kraft von 300 Kilonewton wirkt. Einfach mal hinschreiben. Und in Wahrheit wissen wir natürlich, dass diese Kraft sich ergibt über die Beanspruchung im Material selbst. Und wenn man die mal hier so versuchen würde, hier so hineinzuzeichnen, dann müsste man hier ganz, ganz viele, eigentlich unendlich viele Kraftpfeile zeichnen, die hier so auf dieser Wandung irgendwie stehen und gleichmäßig nach oben ziehen und auf der Fläche stehen irgendwie. Und dieses, was ich hier jetzt so im Prinzip als Höhe von Pfeilen gezeichnet habe hier, diese Höhe dieser Pfeile, also von da nach da, das ist eigentlich im Grunde genommen die Beanspruchung, die Zugbeanspruchung, die dann Sigma heißt und die berechnet sich aus Kraft durch die Querschnittsfläche A oder S, ich weiß immer nicht genau, was man da nehmen soll. Von mir aus nehme ich heute mal S, weil wir versuchen immer so ein bisschen zu unterscheiden, ob das jetzt irgendwie eine Flächenberechnung ist oder eine Spannungsberechnung. Und dementsprechend unterscheiden wir das hier, obwohl das eigentlich völlig sinnfrei ist. Gut, das hast du jetzt mal ganz schön erklärt und fertig bist du natürlich noch lange nicht, weil die entsprechende Aussage hier ist insofern noch gegeben, als dass der Außendurchmesser hier, dieser Außendurchmesser des Rohres 180 mm beträgt, also 180. Also ihr seht, durch die Erklärung der Skizze braucht ihr auch gar nicht den Text hier, obwohl der natürlich vielleicht ganz gut wäre. Wie groß ist der Innendurchmesser? Okay, alles klar. Das heißt, er will also wissen, welchen Innendurchmesser er hier verbauen muss quasi. Naja, versuch es mal irgendwie reinzumalen. Der Innendurchmesser wäre doch wohl dieser hier. DI, Innendurchmesser. Wenn dann die entsprechende Zugspannung, die hier im Material gestattet ist, 40 Newton pro Millimeter Quadrat beträgt, ja, schreib das nochmal irgendwie hin, damit du weißt, das ist auch gegeben. Das sind also 40 Newton pro Millimeter Quadrat und das ist dann praktisch Sigma zulässig, wenn du so willst. Und diese Ergänzung machen wir immer genauso, wie wir sie machen wollen. Jo, das war schon mal sehr schön. Ganz fantastisch. Kannst du denn da bitte jetzt auch mal einen Lösungsansatz vornehmen? Naja, im Grunde hatte ich dir ja eben schon gesagt, die Spannung steht auf der Querschnittsfläche und diese Querschnittsfläche, das wäre ja wohl das S. Das ist das S und das müssten wir dann tatsächlich mal berechnen, denn irgendwie müssen wir ja einen Zusammenhang zwischen Außen- und Innendurchmesser herstellen und ich glaube, es ist auch nicht so dramatisch. Man kann schon auch erkennen, dass die Querschnittsfläche hier ein Kreisring irgendwie ist. Und diesen Kreisring, den berechnet man ja ganz allgemein als Groß D Quadrat minus Klein D Quadrat, Klammer zu, Pi Viertel, wenn ich mich nicht täusche. Also das müsste man im Prinzip tatsächlich nochmal in diesem kleinen Formelheftchen für die Industriemeister nachschauen. Das sind ja die Dinge, die im Grunde genommen in der Prüfung auch gestattet sind und gut ist. Naja, und ich denke, das ganze Geheimnis, das liegt jetzt natürlich darin, dass das DI hier quasi das kleine ist. Das große D ist praktisch dieser Zahlenwert. Ich glaube, das ist klar. Dann setzen wir das in die Formel ein und wissen, dass diese Kenngröße gegeben ist. Ja, schreib mal mit einer anderen Farbe, nimm mal grün, damit du auch erkennen kannst. Jetzt nimmt das Ganze Fahrt auf.
Also wir stellen die Formeln um, denn hier in dieser Lösung ist die Formel ja schon entsprechend umgestellt und da muss man ja erstmal hinkommen. Also Sigma zulässig ist nichts anderes als Kraft. Naja, die habe ich ja hier, die ist mir ja bekannt, genauso wie das Sigma zulässig auch. Also F geteilt durch die Querschnittsfläche und hier steht sie ja drin und ich bleibe jetzt einfach mal ganz formal juristisch bei diesen ganzen blöden Formeln. Schreibt das also mal hin. Klammer auf, Groß D Quadrat minus Klein DI habe ich jetzt gesagt, Quadrat, aber nicht vergessen bitte. Mal Pi geteilt durch 4, es ist ein Doppelbruch, denkst du bitte dran, wir teilen einen Bruch, indem wir mit dem Kehrwert mal nehmen, also mal 4. Und die gesuchte Größe, ich schreibe sie jetzt mal mit DI heraus, in Rot zum Beispiel, damit du weißt, okay, das ist das, was wir tatsächlich suchen. Das heißt, diese Form ist umzustellen und das ist dann auch die Herausforderung bei dem ganzen Prozess hier. Also das Ding steht hier unten, also muss es erstmal nach oben. Okay, das heißt, mach mal in Ruhe. Weil ich bin immer ein bisschen hektisch und denke mal, ja, je schneller, je besser, aber langsam ist manchmal mehr. Also mal, und das kann man ja sagen, Groß D Quadrat minus DI Quadrat, dann geht das auf die linke Seite. Weil ich keine Lust habe, also immer einen Schritt nach dem anderen zu machen, kann ich ja durchaus hier noch ein paar Schrittchen mehr hinterschreiben. Semikolon. Dann muss das runter. Also geteilt durch Sigma zulässig. So, und nun machen wir mal Schicht, weil im Prinzip will ich mal sehen, was dann dabei rauskommt. Also, das geht rüber, dann steht auf der linken Seite Groß D Quadrat minus DI Quadrat. Immer nach dem Motto, Junge, vergiss bitte mal nicht, dass das hier quasi immer noch die gesuchte Größe ist. Nervt ein bisschen, ne? Ist einfach so. Ist gleich F mal 4, habe ich ja schon noch, geteilt durch Pi. Und dann steht logischerweise hier nochmal, wenn ich das hier teile, geteilt durch Sigma zulässig. So, das ist erstmal der erste Schritt. Das hast du ja schon mal ganz gut hingeschrieben. Ihr macht das bitte vielleicht ein nach dem anderen, damit das dann besser funktioniert. So, und jetzt sehe ich natürlich das blöde DI, das ich suche mit Minus. Das heißt im Klartext, wenn ich es dann auf die andere Seite bringe, dann würde es positiv werden. Also, und das auf die andere Seite, also das ist immer so vielleicht die einfachste Melodie. Also, was willst du tun? Ich will jetzt erstmal plus DI rechnen. Plus DI. Dann geht das also auf die andere Seite. Und das will ich mit Minus auf die andere Seite holen. Also Minus F mal 4 geteilt durch Pi mal Sigma zulässig. Dauert immer nur so lange, weil ich so viel quatsche. Also nochmal in ganzen Sätzen. Groß D Quadrat. Wenn das mit Plus gerechnet wird und das mit Minus, dann steht das also minus F mal 4 durch Pi mal Sigma zulässig. Ja, bisschen blöd alles, aber ist einfach so. Dann nochmal das rüber und dann ist das nichts anderes als gleich plus DI Quadrat. Immer noch die Botschaft hier, das ist ja das, was wir hier suchen und jetzt ist es positiv geworden. Finden wir natürlich ganz gut, können wir auch ganz gut mitarbeiten. Naja, und das, was wir jetzt tatsächlich tun müssen, wäre ja wohl nichts anderes als hier praktisch die Wurzel zu ziehen, um dieses Quadrat wegzufressen. Also ich schreibe mal einfach kurzerhand hin. Zieh mal bitte die Wurzel. Und das musst du natürlich aus allem machen. Und weil ich schreibfaul bin, du siehst es ja schon selber, kann ich natürlich jetzt hier die Wurzel schreiben. Das ist auf der linken Seite richtig. Ich kann auf der rechten Seite, muss ich auch herausziehen und bekomme dann eigentlich nur das DI heraus. Jupp, wenn man sich das hier oben anguckt, dann ist das tatsächlich auch richtig umgestellt. Nur mit anderen Formelzeichen hier. Mein Gott, nochmal, das macht jeder so, wie er will. Und dann setzen wir das ganze Spielchen mal ein, um dann auch hier jetzt dem Ganzen den finalen Todesstoß beizubringen. Der Innendurchmesser DI ist also nichts anderes als die Wurzel aus. Setz es ein. Überlege, Millimeter passt also 180 Quadrat. Und ich schreibe es einfach im Prinzip jetzt tatsächlich einfach mal so mit, damit man auch die Einheiten sieht, obwohl das auch ein bisschen anstrengend ist. Beides zum Quadrat ergibt eben das hier. Minus
Kilonewton mache ich zum Beispiel jetzt einfach mal in Newton, weil ich sehe, Newton und Kilonewton passen hier nicht. Das heißt also, Newton werden hier also nicht verzetteln. Bruchstrich machen, F. 300.000 Newton mal 4 ist doch nur eine Zahl. Geteilt durch Pi, so ist doch alles noch richtig. Genau. Mal diese Zulässigkeit von 40 Newton, wieder mit dem blöden Kehrwert Millimeter Quadrat nach oben. So, und dann sehen wir schon, mache jetzt mal die Wurzel auch zu Ende, bitteschön, ist gleich. Guck, was an Einheiten rauskommt. Naja, Newton kürzt sich raus, Millimeter Quadrat. Naja, man könnte es jetzt auch gleich hinter die Wurzel schreiben, ich lasse es aber drin. Millimeter Quadrat, Millimeter Quadrat, daraus die Wurzel haben wir es dann in Millimetern, das ganze Gebilde kann man schon sagen. Und jetzt heißt es nur noch einmal hardcore-mäßig den ganzen Zauber da einzutippen und da keinen Fehler zu machen. Na, ich versuche es mal mit dieser Maschine hier. Also, ich rechne hier mal in Teilgrößen und das heißt im Klartext 180 Quadrat minus 300. 1000, nur die Nullen jetzt nicht vergessen, ja, mal 4 geteilt durch Shift Pi, wo ist das ganze Gebilde? Muss ich mal wieder genau gucken, ich kann es immer nicht so genau sehen, aber da passt es. Geteilt durch 40 gleich, und daraus soll ich die Wurzel ziehen, dann machen wir es doch mal gleich 151. Schau an, es passt natürlich ideal mit der Lösung überein, die wir jetzt hier auch tatsächlich nochmal dann nachgewiesen haben. Also 151,16 Millimeter wäre der Innendurchmesser und am Ende bleibt natürlich schon die Frage, wie dick ist denn die Wandung eigentlich? Denn das ist ja das, was man dann entsprechend dann tatsächlich auch sieht. Die Wandung ist ja nichts anderes als T, so nennen wir das meistens. Dann hätten wir hier also T ist dann also nichts anderes als Groß D minus Klein D. Also schreibe es ruhig hin, Groß D minus klein d oder d innen, ist ja jetzt auch egal. Dann hätte ich praktisch zweimal die Wandlung, also müsste ich geteilt durch 2 rechnen und dann kriege ich dabei heraus 180 minus, naja, und jetzt musst du sehen, so ein Rohr in der Zehntelmillimeter-Geschichte wird man nicht kriegen. Wenn man es kleiner macht, dann gewinnt man natürlich im Prinzip ein kleines bisschen Wandlung, was die Beanspruchung reduziert. Also ich bleibe mal bei 151. Alles bitte geteilt durch 2 und dann hier in Millimetern habe ich dann zusätzlich natürlich noch einen kleinen Zahlenwert herausgekriegt. Schreibe es nochmal neu hin. 180 minus 151 gleich geteilt durch 2 ist gleich und ein 14,4er Rohr wird man natürlich so, 14,5er Rohr, da wird man nicht bekommen. Also müsste man mal schauen, wo die nächstgrößere Rohrauswahl dann liegen könnte und dann haben wir es eigentlich ganz gut bearbeitet. Jo, ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht und gibt Hoffnung auf mehr. Denkt an unseren Sonntags-Frühshoppen, den wir immer durchführen, findet ihr auf unserer Internetseite. Schreibt es nochmal hin, für die, die das nicht kennen. ta-bendig, egal ob groß, ob klein, kommt hier einfach an, .de oder findet uns auf Facebook. Da sitzen wir auch, obwohl wir da natürlich jetzt keine persönlichen Gespräche über Rentenfonds und so weiter führen. Facebook. Oh je, schreibt man das noch so? Heißt ja jetzt mittlerweile anders, ist mir auch egal. Also, bis zum nächsten Mal, bis dann.